das ließe sich jetzt wahrscheinlich auch auf das Brennpunktparadigma dann noch erweitern. Also auch da finde ich das eben ganz wunderbar gezielt, dass Sie sich da eben auch mancher redaktionellen Anforderungen verweigern. Und also alles in allem finde ich, wenn ich das persönlich anmerken darf, sehr cool, was Sie da an, also ich will gar nicht sagen Beruhigung, aber im besten Sinne aufklärend aufbereitet haben und das eben auch noch weiter tun. Ich glaube, was, also wie gesagt, meine Person, dieser ganze, das ist auch im Fernsehen immer so, dass die Pappnase da eine Rolle spielt. Ich sage wirklich, und ich meine das so, das ist nicht das Anliegen, aber was ich, wo ich einfach Sorge habe, ist, wir haben eine extrem jetzt überhitzte Situation mit Wahlen, die anstehen, mit politischen Parteien, die alle offensichtlich jetzt, ja, 180 Grad Schwenks scheinbar machen. Ich will, das ist meine innere Überzeugung und ich glaube, es ist eine große Chance, den Schritt in eine Veränderung unserer Energielandschaft. Und zwar nicht nur, weil Fukushima war. Ich meine, jeder normal denkende Mensch, wir haben gestern viel über Libyen und über die Konflikte im Maghreb gesprochen. Warum gibt es diese Konflikte? Die Ursache ist Energie, ist Öl. Und ich finde einfach, wenn wir uns klar machen, dass eben nicht nur Menschen sterben, weil sie verstrahlt werden, sondern weil wegen des falschen Energiemixes an anderer Stelle Völker, ja, entmündigt, bombardiert, mit Diktatoren besetzt werden, weil ja, Öl oder überhaupt Ressourcen genutzt werden, dann sage ich, wir brauchen diesen Umbau und die Gesamtkosten sind in dem Moment durchaus vernünftig. Nur was ich hoffe ist, ich will weg von dieser modischen Aufregung, die, ich habe gesagt, bei allen Katastrophen irgendwann abnimmt, weil der Umbau ist etwas Langfristiges. Ich will einfach nicht nochmal dieselbe Lektion wie nach Tschernobyl sehen. Nach Tschernobyl war es so, dass Umweltthema Nummer 1 im Wahlkampf war. Es war so, dass in Medienstationen Ökologieredaktionen gegründet wurden. Also es passierte ganz viel, aber de facto in der Realität passierte ganz wenig. In der Tat übrigens auch. Ja, in der Realität passierte ganz wenig oder im Vergleich dazu ganz wenig. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das dieses Mal schaffen, weil in 25 Jahren bin ich ein alter Knacker, der nicht mehr aktiv dafür sich einsetzen kann. Und ich finde, die große Chance besteht darin, eben wegzukommen, auch von diesen gut, böse oder, ich sag mal, auch politischen Parteien, und ich gehöre keiner an, sollten wir zugestehen, dass sie umlernen können. Also meine Strategie ist sehr klar zu sagen, okay, liebe CDUler, hey, vielleicht ist ja tatsächlich der Groschen gefallen, aber jetzt macht weiter mit. Also nicht permanent sagen, du hast aber früher, sondern raus, weiter. Ich will nach vorne gucken und das Ding endlich umgesetzt bekommen. Also das ist mein persönliches Ziel und ich finde einfach, dass, ja, das verlangt, dass wir langfristig denken und dass wir sorgsam damit umgehen und nicht Fukushima so wie ein bunter Spielball in den Medien einmal hochwerfen und danach wieder fallen lassen. Herr Jürgen Spahn, bitte.